Citroën hat mit dem neuen EC4X einen Crossover-Ableger seines Kompaktmodells EC4 präsentiert. In Deutschland und den meisten europäischen Märkten wird ausschließlich der neue vollelektrische EC4X angeboten, während auf anderen Märkten auch der C4X als Verbrenner erhältlich sein wird. Alles, was man über den EC4X wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Während für einige Beobachter und Kunden bereits der EC4 eine Art Crossover ist, er ist kein echter SUV, aber auch kein klassischer Kompaktwagen mehr. Mit dem nun auch vom Hersteller als Crossover bezeichneten EC4X bringen die Franzosen noch die Limousine in das Konzept mit ein. Der EC4X überragt nämlich den bekannten EC4 um ganze 24 cm. Mit dem Crossover-Modell setzt der Stellantis-Konzern und die Marke Citroën im Speziellen den Trend fort, auch auf ungewöhnliche und eigenständige Karosserieformen zu setzen. Der EC4X wird sich dabei zwischen dem kleineren EC4 und dem unter anderem als PHEV erhältlichen C5X einordnen. Wie Citroën-Markenchef Vincent Cobé angibt, ist der EC4X aufgrund von Kundenfeedback entstanden. Viele Kunden hätten wohl gesagt, dass sie sich eine bezahlbare, verantwortungsbewusste und elegante Alternative zu den vielen Fließheck- und SUV-Angeboten in der Kompaktklasse wünschen, und dies ist Citroëns beste Interpretation dieses Bedürfnisses. Die zusätzliche Länge ist dem EC4X anzusehen. Er wirkt gerade in der Seitenansicht deutlich gestreckter. An der Front ist die Verwandtschaft zum EC4 klar zu sehen. Beim Heck konnten die Designer neue Wege gehen. Da beim EC4X der Dachbogen länger und flacher auslaufen kann, wurde auf den aufgesetzten Heckspoiler verzichtet. Dieser hatte die Heckscheibe beim EC4 zweigeteilt. Zwischen Heckscheibe und Kennzeichen hatten die Designer einen schwarzen Balken platziert. Da Spoiler und Balken entfallen, wirkt das Heck des EC4X mit den größeren Lackflächen deutlich ruhiger. Beim EC4 ist die Heckscheibe im Stile eines Fließhecks Teil der Heckklappe, was eine sehr große Kofferraumöffnung ergibt. Im EC4X gibt es eine deutlich kleinere Öffnung wie bei einer Stufenhecklimousine. Mit 510 Litern ist das Ladeabteil aber deutlich größer als im EC4. Der EC4X ist mit der neuen Infotainment-Schnittstelle My Citroën Drive Plus ausgestattet, die kürzlich erstmals im Flaggschiff Citroën C5X eingeführt wurde. Die Darstellung erfolgt über einen 10 Zoll HD-Bildschirm, die Bedienung etwa über eine Sprachsteuerung. Das System soll 20 Sprachen verstehen, visuelles Feedback geben und auf Befehle für Fahrzeugsysteme wie Klimatisierung, Audiomedien, Telefon und verbundene Sprachdienste reagieren können. An Bord befindet sich außerdem ein Head-Up-Display, welches wichtige Fahrinformationen vor den Fahrer in die Scheibe projiziert. Weiter ist eine Rückfahrkamera mit 180-Grad-Ansicht verbaut, die den Bereich hinter dem Fahrzeug anzeigt, wie er von oben gesehen wird. Legt man den Rückwärtsgang ein, so erhält der Fahrer eine 360-Grad-Sicht, die das Fahrzeug ebenfalls von oben zeigt. Zu den Besonderheiten des EC4X gehört die hohe Anzahl der verfügbaren Fahrassistenzsysteme, welche Citroën mit insgesamt 20 angibt. Darunter fällt etwa ein automatisches Bremssystem, das im Falle einer Gefahr oder Kollision Hindernisse erkennen und auch reagieren soll, ein Warnsystem sowie eine teilautonome Fahrhilfe der Stufe 2. Verfügbar ist unter anderem ebenso ein toter Winkelüberwachungssystem, ein aktiver Spurhalteassistent und ein Kaffeepausenwarner. Damit kommt der Crossover auf fast so viele Fahrassistenten wie die Mercedes S-Klasse. Der französische Autohersteller wirbt mit einem großen Raumangebot und großer Kniefreiheit für die Insassen auf der Rückbank. Die Bodenfreiheit beträgt knapp 16 cm und auch im Kofferraum soll ausreichend Platz sein. Dessen Volumen gibt Citroën mit 510 Litern an. Der Radstand beträgt 2,67 Meter und ist damit gleich mit dem EC4. Allerdings ist das neue Crossover-Modell 29 cm länger. Gemeinsamkeiten gibt es auch beim Antrieb. Der Motor ist nämlich gleich wie beim EC4. 136 PS stark und mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,5 Sekunden im Sportmodus. Bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 150 km/h ist Schluss. Auch die Angaben zur Batterie sind gleich. So besitzt der EC4X eine 50 Kilowattstunden Batterie und soll an einer 100 kW DC Schnellladestation in 30 Minuten einen Ladestand von 80% erreichen können. An einer häuslichen Wallbox dauert das Aufladen laut Citroën 7,5 Stunden bei einphasiger Stromversorgung oder 5 Stunden bei dreiphasiger Stromversorgung und dem optionalen 11 kW Bordladegerät. Letzteres ist nicht serienmäßig. Dessen Anschaffung dürfte sich aber lohnen, um die schnellere Ladeoption nutzen zu können.
Die Reichweite ist mit maximal 360 km laut WLTP vergleichsweise gering. Preise für den EC4X hat Citroën noch nicht veröffentlicht, er wird aber über dem EC4 angesiedelt sein. Der in Deutschland derzeit ab 36.140 Euro vor Abzug der Förderung erhältlich ist. Wie findet ihr den Citroën EC4X? Wäre der was für euch? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns sowieso beim nächsten Mal. Ciao.